Recording. Ja, perfekt. Herzlich willkommen an YouTube. Okay, von unserem Fearless Empower Kanal. Bezüglich diesen Real Talk Call heute von Silas und von Alena. Würde ich sagen, wir beginnen auch schon direkt mit dem ersten Speaker. Und wenn ich Speaker sage, denke ich mal, sollte es gar keine Frage sein. Ja, sag ich mal, wer hier auf alle Fälle schlussendlich, sag ich mal, jetzt speaken wird. Aber ich bin for real. Okay, Leute, ohne diese Person, okay, würde Fearless Empower praktisch gar nicht so aussehen, wie es irgendwie wäre. Okay, vielleicht das Einzige, was irgendwie da wäre, ja, klar, ein paar Leute, klar, aber vielleicht ein Name, I don't know, okay, aber sehr, sehr viele von euch hätten nicht diese Möglichkeit bekommen, okay, und von daher, ich habe einfach gemerkt, ja, wie sich diese Person, ja, in der letzten Zeit extrem entwickelt hat, sag ich mal, entwickelt hat. Klar, er kann Read euch geben, zu 100%, okay, werdet ihr direkt sehen, und ich weiß, er macht das extrem, sehr gerne, deshalb musste er diesen Call einfach machen, auch vor allem von der persönlichen Entwicklung, okay, kann ich euch sagen, das war absolut, absolut crazy, und jeder von euch kann das genauso schaffen, weil er genau, sag ich mal, vor einem Jahr eine komplett andere Person war, okay, sei es von Rang, sei es von Trading her, aber sei es wirklich von der Person in sich einfach drinnen, und wenn ich weiß, okay, was das Ziel ist, wirklich extrem, sehr gut kann, okay, dann ist es einfach, ja, eine extrem, extrem krasse Work-Ethic zu haben, und er kann auch eines gut, ja, er ist wirklich, sag ich mal, gut, ja, nicht gut in Dingen zu sein, die es gar nicht braucht, okay, weil ich kenne sehr viele Menschen, sag ich mal, die sind in Dingen gut, okay, sind shit gut, that doesn't have to be done at all, okay, aber was hat er gemacht, ja, er ist verstanden, Mr. Evan Mays, was ein Titel, crazy, okay, von da, Leute, Mr. Evan Mays, ja, hat es zu 100% verstanden, okay, ja, in die wirklich wichtigen Dinge, schlussendlich in die MMAs, kompletten Fokus, komplette Energie und dieses Skillset sich einfach aufzubauen, okay, und wirklich, sag ich mal, so gut, immer irgendwo nach diesem Pareto-Prinzip, sage ich mal, in kürzester Zeit das Beste, das meiste einfach zu erledigen, das hat er irgendwo perfektioniert, okay, von daher, Silas, ich finde extrem sehr dankbar, ist also 100% klar, dass du auf diesen MMA-Triathlon einfach speaken wirst, und ich weiß, okay, wir haben uns das Beste natürlich mit Alena zusammen zum Schluss aufgehoben, ja, safe, okay, lass mir Silas mit Cam entgegnen, ja, sicher haben Respekt für den Speaker, okay, weil er nimmt die Zeit, okay, hier zu speaken, das muss er nicht, okay, er würde trotzdem morgens seine MMAs machen, ja, aber es ist jetzt die Zeit, um für euch, okay, das Ganze noch ein bisschen, sage ich mal, zu erklären. Ich weiß, ich kann von Silas extrem viel lernen, okay? Zu 100%. Seines Work-Ethic, seines MMAs, seines Skills, sage ich mal, seines wirklich dieses Gesamtpaket, okay? Und Silas ist für mich, sage ich mal, so ein, irgendwo ein Alpha-Network, okay? Wo irgendwas, sage ich mal, dieses perfekte Gesamtpaket, das irgendwo stimmig ist. Und allein deshalb, okay, ist zu 100% verdient, mehr als verdient, auf diesem Punkt, in dem man gerade steht. Von daher, Silas, okay, ich freue mich extrem. Ich weiß, du hast dich extrem krass vorbereitet oder auch nicht und haust einfach nur diesen Real Talk raus, ja. Aber selbst das kann er. Von daher, ich bin dir unglaublich dankbar, okay, für diese Freundschaft, okay, für diese Hingabe, die jedes einzelne, sag ich mal, jeden einzelnen Tag für dieses Team einfach aufgibst, für all das, was wir hier zusammen aufgebaut haben, okay, für unsere Tesla-Tour, ja, für alles, was wir in Zukunft noch erleben werden. Und Leute, ich weiß, ihr seid genauso dankbar. Von daher, du hast keine Steven in den Chat. Du hast wirklich seinen Namen, okay, Mr. MMAs. Herz in den Chat, was hat sie 100% verdient? Sieh das, ja, ich weiß, ich kann extrem viel von dir lernen. Ich werde jetzt mitschreiben, solltet ihr wirklich genauso machen. Und von daher kann sich voll für den Stummen und ich würde sagen, the stage is yours. Yes, Brother, danke dir, Mann. Du hast mich jetzt schon fast zu deep geedified. Da wollte man einmal so Real Talk raushauen und dann macht er wieder so auf so einen lieben, niedlichen. Ich glaub's dir nicht. Nein, danke dir, Bro. Und Jonas, größten Respekt, Mann. Ich weiß ja noch damals auch, wo wir beide noch so richtig lost ist, wo ich da bei dir in Nürnberg war, wo wir den USD Cat Trade da mitgenommen hatten und sonst was. Ich, ey, wirklich, das waren noch die Oldschool-Zeiten, aber das ist echt krass, so, weil, wie du dich einfach weiterentwickelt hast. Und deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, da wirklich dein Value mitzunehmen. Aber genau, ich werde meinen Part nicht zu lang machen, weil Alena hat mir gesagt, verdammt Silas, ich habe sowas Fettes vorbereitet. Von daher, ich will dir keinen Druck machen, Alena, aber jetzt musst du auf jeden Fall schon ordentlich durchziehen. Ich konnte mich hier nicht richtig vorbereiten, wirklich heute von Meeting zu Meeting zu Meeting. Falls ich noch dem einen oder anderen auf WhatsApp nicht geantwortet habe, habe noch 21 Chats offen, mache ich heute Abend auf jeden Fall. Aber ich konnte mir gerade so noch irgendwie kurz 10 Minuten Reis irgendwie reingönnen. Aber das ist einfach so dieser Grind-Modus und der ist einfach auch extrem cool. Und das ist einfach auch das, was es ausmacht. Aber genau, deswegen habe ich jetzt nicht so arg viel vorbereitet, aber habe trotzdem natürlich ein bisschen was ich euch mitgeben möchte. So einerseits natürlich ein bisschen Value, aber natürlich wieder stark verpackt auch in Real Talk, weil das ist im Endeffekt das, was wir jetzt wirklich brauchen. Aber zunächst möchte ich einfach erstmal dem einen oder anderen ein bisschen Momentum erklären, weil, Bro, kannst du mir noch kurz Rechte geben? Ich muss meinen Bildschirm teilen. Das wäre wundervoll. Ich gehe einfach ganz kurz den Host. Ja, kannst du nachher einfach Alena weitergeben oder mir einfach zurückgeben? Ja. Warte mal ganz kurz. Dann kannst du deinen Bildschirm freigeben, müssen wir suchen. Mach ich, Bro.
So, hast du. Perfekt, danke dir, Bro. Genau, also im Endeffekt, okay, zeige ich euch jetzt so ein bisschen, was das heißt, einfach Momentum, okay? Wie man einfach Momentum für sich nutzt, weil alle kennen zum Beispiel auch, sagen wir mal, Bitcoin, der damals irgendwann so ein bisschen in die Höhe geschossen ist, dann wieder ein bisschen runtergekommen ist und so weiter. Und das Allerwichtigste, was wir jetzt hier verstehen müssen, ist dabei, wo wir uns positionieren. Weil diese Momentumphase, ich bin euch ehrlich, die hat jetzt schon langsam begonnen. Sie ist noch nicht bei der Hochphase, das definitiv nicht, aber sie hat schon begonnen. Und jetzt ist halt die Frage, steigst du jetzt mit auf oder steigst du nicht mit auf? Investierst du, wo wir jetzt vielleicht noch hier am Anfang sind, oder investierst du, wenn der Markt hier ganz oben ist und du vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Personen starten kannst, den einen oder anderen Trade gut mitnehmen kannst? Und das entscheidest jetzt du. Und deswegen ist es wichtig. Und jetzt schau dich selber an, wo würdest du dich gerne positionieren? So, ich mache das auch immer wieder bei Calls, wenn ich mit anderen call, sowas ist, die würden alle sagen, da unten natürlich. Ich investiere natürlich lieber früh. Ich tue mich früh positionieren. Aber die wenigsten machen es auch wirklich. Und das ist genau der Punkt. Und das Schade, was schade ist, ist, dass halt natürlich meistens genau diejenigen, die jetzt nicht auf dem Call sind, das eigentlich das Wichtigste für sie wäre, weil sie die Personen sind, die sich nicht richtig positionieren. Von daher habt ihr einen Schritt schon mal richtig gemacht. Aber das Wichtige ist, dass du dich erstmal fragst, bin ich bereits positioniert, dass ich Gas gebe? Oder bin ich noch nicht richtig positioniert? Und dann, wenn du jetzt noch nicht richtig positioniert bist, dann solltest du verdammt nochmal den Arsch hochkriegen und jetzt verdammt nochmal was tun, damit du eben wirklich das ganze Momentum wirklich ausschöpfen kannst und nicht irgendwie sagen musst dann am Ende, oh, ja, ich habe halt ein bisschen was mitgenommen, so, aber das war's dann wieder. Weil es gibt so viele, die im Sommer Gas gegeben haben, jetzt eigentlich hier die Ernte einfahren können, aber es nicht tun. Und das ist halt eben einfach das extrem Schade dabei. So, aber genau, ich möchte euch noch eine Sache zeigen, was mir extrem wichtig ist, was im Vordergrund stehen sollte. Das, was Thomas auch schon letztens gezeigt hat. Und zwar, dass wir unsere Kalender vollfüllen sollen. Erstmal da riesen Props an Thomas. Ich glaube, Thomas macht gerade mehr Personal Game, mehr Phase 1, als bestimmt 95% der Leute hier im Call. Das, was ich bei ihm sehe, also, hat die ganze Zeit Follow-ups bei Laura. Müsste das tun? Er hat genug Teampartner. Klar, man will trotzdem Phase 1 machen, so, weil man möchte auch wieder mehr anderen Menschen selber diese Möglichkeit geben. Aber müsste es tun nicht. Frag dich selber, wenn du jetzt gerade vielleicht ein, zwei, drei Teampartner hast oder noch gar keinen, welches Recht hast du dazu, nicht Phase 1 zu sein? Das Problem ist, dein Business wird niemals wachsen können, wenn du nicht in Phase 1 bist am Anfang. Es wird nicht. Selbst wenn du vielleicht Teampartner von der Upline geblazed bekommst, der wird dir nicht hier deinen P6, P1 oder deinen Chairman aufbauen. Das musst du selber machen. Und deswegen ist es wichtig, dass du erstmal in Phase 1 gehst, wirklich selber Menschen diese Möglichkeit bietest, selber da rausgehst. Aber wichtig natürlich nur im Network. So diejenigen, die nur Trading machen, also erstmal, ich hoffe auch, dass wirklich jetzt gerade selbst in dieser Winterphase, selbst wenn vielleicht weniger in Richtung Trading läuft mit den Märkten, solltest du trotzdem auf jeden Fall einfach routinemäßig deine Go-Live-Sessions durchziehen. Weil das war der Punkt, was ich damals gemacht habe. Ich habe damals auch ganz normal meine Go-Live-Sessions immer wieder angeschaut. Immer wieder angeschaut. Und dadurch bin ich dann irgendwann im Februar, März war es roundabout, bin ich damals dann profitabel geworden. Dadurch, dass ich die Dinge trotzdem im Winter gemacht habe. Ich habe auch im Winter weniger getradet. Ist okay. So, das Beste, was du machen kannst, ist einfach Feedback testen, Go-Live zu schauen und dann, sobald die Märkte wieder gut funktionieren, am besten nach meinem Geburtstag, so 7. Januar, kann man dann roundabout wieder gut machen. So, was ist dann? Dann kannst du im Endeffekt wieder auch practicen. Aber davor einfach wirklich trotzdem dich weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden. Und das ist eben einfach extrem wichtig dabei. Und was ich euch jetzt zeigen will, okay, so einfach klein, als kleine Inspiration, weil es bringt mir nicht, jetzt euch meinen Kalender von jetzt zu zeigen. Okay, ihr wisst selber auch, dass er extrem geil gefüllt ist, so bin ich auch extrem dankbar. Aber da werden die einen oder anderen sagen, hey, so ja, du hast schon ein großes Team, die tragen ja beide Calls ein und sonst was. Okay, stimmt. Damit solltest du dich definitiv nicht vergleichen. Aber ich zeige dir jetzt meinen Terminkalender, wie er vor einem Jahr aussah, wo ich genau zu diesem aktuellen Zeitpunkt gerade zwei Teampartner hatte. Beide sind auch immer noch am Start. So, ich zeige das dir einfach mal. Okay? So, ich habe es auch schon vorbereitet, sonst müsste ich es eben wieder hier lang suchen. Hier, 16. Dezember. 16. Dezember sah bei mir so aus. Morgens HFX, wir hatten damals noch HFX und so weiter gemacht, Thomas weiß Bescheid. Dann hier. Daily Morning Akquise. 80 Leute am Tag einfach anschreiben. Damals konnten wir das sogar noch am Stück machen. Das war halt ganz nice. Hatte dabei noch sogar noch einen weiteren Call. Ich hatte einen Follow-up. First Call, Follow-up, First Call. So, Backoffice Call. HFX Session. Laura Team Call. Call. Da hatte ich noch mein FSJ. First Call, Call.
hier, nochmal Call, First Call, Follow-up, Anmeldung, Presi-Link. So, das hier waren meine, das sind fast nur MMAs. Und bitte tu mir den Gefallen, genau jetzt in der jetzigen Zeit, wenn du Network machst, dann baller das voll mit MMAs. Du wirst niemals mehr eine so große Möglichkeit bekommen, dass Leute bei dir starten, als im Winter. Warum? Im Winter sind diese Menschen so extrem offen. Die haben nämlich nichts mehr anderes zu tun. Es gab so viele Leute, die im Sommer gesagt haben, hey, nee, Mann, ich will chillen. Aber jetzt im Winter können die nicht mehr chillen. Die können nicht mehr draußen irgendwas machen. Wenn dann nochmal mehr Lockdown oder sonst was kommt. So, die Leute, die suchen diese Möglichkeit. Im Sommer haben sie sie auch schon gesucht. Aber da waren die Ablenkungen noch zu groß. Da waren noch diese Bedürfnisse nach Entspannung zu groß. Jetzt sind sie es nicht mehr. Aber wenn du jetzt nicht aktiv auf Leute zugehst, dann wird es dir auch nichts bringen. Weil das ist ein Punkt, so im Endeffekt hier, ja, ich mache mal kurz Bildschirmübertragung wieder aus. So, im Endeffekt, was ich auch aufgeschrieben habe, und zwar, die Saat ist groß, aber die Personen, die es ernten, sind wenige. Leute, so viele Menschen hier, so viele Leute hier, sind vielleicht sogar schon auch im Sommer am Start gewesen. Ich habe Leute gesehen, die haben im Sommer Gas gegeben. Eine Annelie, die ist P150 im Sommer gegangen. Ein Dennis ist P6 im Sommer gegangen. So, das sind Leute, die haben auch im Sommer Gas gegeben. Und weißt du was? Das sind genau diese Leute, die genauso im Winter jetzt extrem durch die Decke gehen werden. Aber es gibt genauso viele Leute, die auch im Sommer vielleicht ein bisschen Gas gegeben haben, deswegen so viel gesät auch haben. Aber das Problem ist jetzt, dass sie es dann eben trotzdem jetzt nicht ernten, weil sie plötzlich genau jetzt in der besten Phase abtauchen. Sie denken sich so, es ist gerade so anstrengend und das und das und im Sommer ist auch niemand gestartet. Wieso sollten jetzt im Winter Leute starten bei mir? Und ja, und es ist ja dies und es ist ja das und dort. Das sind alles Leute, die jetzt abtauchen. Genau in dieser entscheidenden Phase. Wenn du jetzt abtauchst, dann wird irgendwann die Ernte, die du eigentlich einfach nur noch nehmen müsstest, du müsstest nur noch zugreifen. Aber diese Ernte, wenn du sie jetzt nicht zugreifst, wird irgendwann genauso wie die Äpfel und die ganzen anderen Sachen, werden irgendwann verschimmeln. Dann kannst du es nicht mehr. Und dann wirst du im Sommer wieder sehen, du wirst wieder sagen, hey, jetzt tue ich mal wieder hier ganz viele Saatkörner hinmachen. Und dann im Winter denkst du dir wieder so, nee, ernten habe ich jetzt nicht so Lust zu. Macht doch keinen Sinn, dann lass es ganz sein. Deswegen, dir darf bewusst sein, wenn du im Sommer Gas gegeben hast, das heißt nicht, dass du so richtig komplett im Grind-Modus gewesen sein musst, aber wenn du einfach zumindest ein bisschen Gas gegeben hast, vielleicht ein paar Follow-ups gehabt hast, ein paar Go-Live-Sessions geschaut hast, ein bisschen gebacktestet hast, dann vernachlässige das nicht jetzt, wo du eben wirklich nach der Ernte greifen kannst. Und das ist eben einfach wirklich wichtig zu verstehen. Ansonsten, was ich noch mitgeben will, noch als kleinen letzten Punkt, okay, und zwar, ich bin eine Person, so, ich gehe gerne Risiken ein. Ich gehe keine unbedachten Risiken ein und sonst war es so, das nicht, aber ich gehe gerne einfach berechenbare Risiken ein. Und ich bin euch eins ehrlich, ich habe es mal ein bisschen ausgerechnet für mich und ich habe festgestellt, dass das Risiko, jetzt nicht Gas zu geben, um einiges größer ist, als zu sagen, hey, so, ich tue jetzt mal entspannen. Warum ist das so? Klar, du hast das Risiko, wenn du jetzt Gas gibst, trotzdem nicht die Resultate langfristig kommen und du einfach nur Energie, Zeit und sonst was aufgespendet hast. Aber wenn du jetzt nicht Gas gibst, dann wirst du es niemals packen. Du wirst nicht erfolgreich werden. Du hast niemals Resultate. Du wirst nicht vorankommen in deinem Leben. Short story. Du wirst entweder quitten, nie irgendwas Besonderes machen oder einfach nur durchbleiben. Und das ist halt der Punkt. Und von daher gehe ich gerne das Risiko ein, Gas zu geben, hier die ganze Zeit Calls zu machen, von 15 Uhr bis Mitternacht bin ich nur am Reden. Ich habe noch nie so viel geredet. Ich habe inzwischen Sprachfehler des Todes. Aber mir ist es scheißegal, selbst wenn es sich am Ende nicht auszahlt. Ich habe trotzdem mehr gemacht und mehr geschafft, als die Person, die ganze Zeit nur Netflix geschaut hat, weil sie sich dachte, hey, es lohnt sich nicht Gas zu geben, weil was, wenn ich doch nicht erfolgreich werde? That's the point. Und diese Frage musst du dich auch stellen. Deswegen geh selber mal, reflektier selber mal für dich und überleg dir, okay, wenn ich jetzt nicht Gas geben würde, was würde passieren? Und dann reflektier, wenn ich jetzt Gas geben würde, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?
und dann vergleich die zwei Sachen mal. Und dann wirst du sehen, selbst wenn du Gas gibst und nicht das erreichst, was du erreichen willst, wirst du wahrscheinlich weiterkommen, als wenn du es gar nicht erst probiert hast. That's the point. Wie oft denken wir uns jetzt im Nachhinein, ach, hätte ich mal damals Gas gegeben. Ich wäre auch ganz froh, hätte ich die letzten 3, 4, 5 Jahre komplett Sport durchgezogen wie sonst was. So, dann wäre ich jetzt vielleicht schon an meinem Traumkörper. Genauso, ich hätte am liebsten jetzt auch schon Sommer die ganze Zeit hier auch beim Business full Gas gegeben. Hätte ich lieben gern gemacht. Aber der Schmerz ist kurzfristig einfach meistens zu stark. Wir denken uns kurzfristig, ah, jetzt habe ich keine Lust. Aber dann im Nachhinein denken wir uns, hey, hätten wir das Ganze mal gemacht. Und um das zu verhindern, musst du jetzt schon in der Zukunft sein. Du musst jetzt schon in der Zukunft sein und sehen, hey, okay, hätte ich mal damals Gas gegeben. Und dann reflektierst du und denkst so, ah ja, jetzt ist ja jetzt kann ich Gas geben. Weil dann habe ich in Zukunft das Ganze anders. Weil du entscheidest, du bist in dieser aktuellen Situation, wo du gerade bist, bist du aufgrund der Entscheidungen, die du die letzten Wochen, Monate, wie auch immer getroffen hast. Das ist der Grund, warum ich an diesem einen Punkt bin, wo ich gerade bin. Warum ich FTMO-Trader bin und warum ich ein großes Team führen darf. Aber der Punkt ist, ich hätte definitiv schon einen 160k-Shoutout haben können und ich hätte definitiv auch ein viel größeres Team haben können. Aber warum habe ich das nicht? Weil ich auch nicht da die besten Entscheidungen getroffen habe. Weil ich auch manchmal rumgeschwuchtelt habe wie sonst was und alles langsam angehen lassen habe. Und das ist genau der Punkt. Deswegen frag dich selber, welche Entscheidung kann ich jetzt bewusst, aktiv, stärker treffen, besser treffen, damit ich besser vorankomme? Und welche Risiken sollte ich eingehen, bevor ich ein anderes Risiko eingehe? Weil wie gesagt, das größte Risiko ist es, kein Risiko einzugehen. Das gilt insgesamt im Leben, das gilt genauso aber hier. Und mit diesen Worten würde ich sagen, darf ich kurz alleine edifyen? Würde ich mich auf jeden Fall freuen. easy, bro. Okay, Leute, okay? Jetzt kommt, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. So ein bisschen was vielleicht auch aufschreiben, aber ansonsten das erstmal wirklich in eurem Herzen, sage ich mal, sicken lassen. Aber das, was jetzt kommt, wird crazy. Weil diese Person, ich weiß, was sie durchgemacht hat. Ich weiß, wie sie sich entwickelt hat. Ich weiß, ich kenne sie von Anfang an. Die meisten kennen sie jetzt nur noch als, oh, krasse Leaderin, oh, Alena, dies und das und jenes. Ich kenne sie noch, als sie ein ganz kleines Baby war. Also nicht wirklich, als ich ein kleines Baby war, aber hier im Business. So, weil ich sie von Tag 1 begleitet habe. Und ihr müsst euch vorstellen, das war diese Person, die komplett anders war als ich am Anfang. Ich habe ewig lange gebraucht, bis ich irgendwann mal was gesagt habe, hey, jetzt mache ich mal gescheit was. Sie war die Person, sie war noch nicht mal angemeldet und wir haben schon alles Mögliche gelauncht, haben schon alles Mögliche in Richtung Trading, wir hatten Calls, wir haben Bali geplant und sonstige Sachen so, obwohl sie gerade noch nicht mal am Start war und erst ein paar Tage später gestartet ist. So eine Person war sie. Das heißt, sie war wirklich schon im Business plugged in, bevor sie hier gestartet ist. Und das schätze ich wirklich sehr an ihr, weil es gibt immer unterschiedliche Personen. Es gibt die Personen, die brauchen ein bisschen, ist vollkommen okay. Es gibt Leute, die quitten irgendwann so, who cares, es passiert halt. So, dann gibt es die Leute, die einfach komplett committed sind. So eine Person wie Alena. Und deswegen weiß ich, dass sie hier euch jetzt extrem guten Real Talk mitgeben kann, weil ich weiß, dass sie vor einer gewissen Zeit noch eher so ein bisschen entspannter, lockerer war, aber inzwischen, nach dieser Convention, wirklich, also da mache ich mir manchmal Angst, dass ich jetzt nicht genug Gas gebe und sie mich da jetzt schon fast hier wirklich outwork. Und das ist genau der Punkt. Deswegen kannst du da auf jeden Fall jetzt extrem viel mitnehmen. Len, ich bin extrem stolz auf deine Entwicklung. Ich weiß, dein P1, der lässt echt nicht mehr lange auf sich warten. Ich sehe da gerade, was da wirklich alles abgeht bei dir. Und das ist wirklich extrem heftig, weil du einfach dieses Momentum schon gut eingeläutet hast, weil du auf der Convention warst in Houston, dieses Commitment gesetzt hast. Und mit den Worten würde ich sagen, du darfst auf jeden Fall jetzt definitiv hier nochmal ordentlich reinhauen und ich übergebe dir das Wort. Let's go. What's up? Danke auf jeden Fall für die richtig lieben Worte, Silas. Alter, das hatten wir mir so alte Zeiten ausgelöst, diese ganzen Morning Calls, die wir zusammen hatten. Damals hatten wir jeden Tag um 8 ein. Das waren echt so, so kranke Zeiten, die einen einfach so krass geprägt haben. Und Jonas, von mir nochmal wirklich big congrats. Also ich habe es ja schon davor herausgefunden. So. Aber ja, Mann, wirklich big congrats. Das hast du echt so krank verdient. Ich war, wie du dich so im Trading weiterentwickelt hast, echt mega, mega krass. Aber ich komme auch direkt zum Punkt, so, weil wir wollen den Call auf jeden Fall so circa 5 Minuten früher schließen. Deswegen komme ich direkt zum Punkt. Und zwar, bevor ich wirklich anfange, einfach meinen Part zu droppen, möchte ich euch wirklich
real sagen, dass ich eigentlich null in der Lage bin, euch Realtalk zu geben. Einfach aus dem Grund, wenn man als P6 in dieser Organisation noch gar nichts geschissen hat oder als jemand, der nur ein Jahr am Start ist, bin ich euch komplett ehrlich. Ich sage euch jetzt nur die Sachen, die ich weiß, die meine Mentoren mir gesagt haben, die einfach schon an einem Punkt stehen, dass sie einem Realtalk geben können. Und zweitens, was ich einfach gebraucht hätte, beziehungsweise brauche, damit ich weiß, dass ich aus dem Arsch kommen muss, sozusagen, okay? Falls ein paar Worte zustande kommen, die nicht so nice sind, tut mir wirklich leid, aber das muss jetzt einfach kommen. Okay, ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Erste Sache ist wirklich, vielleicht kennt einer von euch Jasmin Fanisani, war auch mit zusammen mit bei uns in Mexiko und in Houston, okay, P2 Lady in IAM. Und sie hat auf der IAM Woman Convention gesagt, dass wir unsere eigenen Limits setzen. Und es klingt am Anfang so ganz easy, aber es ist so krass, weil for real, Leute, niemand von euch hat hier irgendein Limit, das er sich selber setzen sollte. Ich sehe so oft, wie Leute sagen, ey, ja, ich mache FTMO in, keine Ahnung, einem Jahr, weil ich ja erst in einem Jahr profitabel sein kann. Weil ja eigentlich 95% der Menschen in einem Jahr erst profitabel im Trading sind. Aber ich bin euch ehrlich, wozu seid ihr bei IAM? Bei IAM seid ihr, weil ihr nicht Standard seid wie andere Menschen, sondern ihr seid hier, weil ihr mehr erreichen wollt, weil ihr größere Visionen habt als andere Menschen. Warum macht ihr euch dann klein in einer Gruppe voller Menschen, wo ihr euch wieder unterscheiden sollt? Es geht immer darum, einfach die observe the masses and do the opposite. Wisst ihr, ihr dürft eure Limits einfach nicht euch einen Deckel ansetzen lassen. Als ich das mitbekommen habe, fand ich so krass. Und ganz kurzer Fact, okay? Ich werde jetzt ein paar Sachen auch von Amerika droppen, weil ich bin euch ehrlich, die Amerika Convention hat mich unnormal verändert, so wie Silas einfach auch schon gesagt hat. Ich habe das schon vielen erzählt, mit einem Typen geredet. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Da haben so ein paar Leute mit dem geredet, dann bin ich so dazugegangen und habe so ein bisschen zugehört. Und am Ende hat ein Abi gesagt, auch ein Freund, der auch mit IAM da mitgekommen ist, also, ja, das ist dieser Termin 25, der in 48 Tagen Termin 25 gegangen ist. Und ich war so geschockt, weil es ist ein normaler Mensch, der ganz normal atmet, redet, isst, alles macht, genauso wie wir, und er ist in 48 Tagen Termin 25 gegangen. Und jetzt frage ich dich, warum setzt du dir einen Deckel? Er hat genau das Gleiche getan, was jeder Einzelne von uns machen kann. Jeder Einzelne von uns. Okay? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Alles beginnt in deinem Kopf. Okay? Ich habe mit vielen schon drüber geredet, deswegen fühlt euch nicht persönlich angesprochen. Ich sage das jetzt für die Allgemeinheit. Okay? Es beginnt wirklich alles in eurem Kopf. Egal, was in eurem Leben passiert. Genauso wie eure Limits. Das passiert alles hier oben. Okay? Wenn ihr sagt, ihr steht auf, boah, mir geht's halt scheiße. Irgendwie weiß ich nicht, wie der Tag heute wird. Dann wird euer Tag automatisch scheiße. Bin ich euch ehrlich? So redet euch die Sachen einfach ein. Ich bin euch ehrlich, ich bin ein Psychopath geworden manchmal. Ich laufe 20 Minuten durch die Straße ganz alleine und rede mit mir selber. Ich rede mir ein, ey Alena, dir geht's mega gut, okay? Du bist so dankbar für alles. Weißt du, so die Menschen, die du gerade vielleicht nicht so gut leiden kannst, die haben einfach eine Story dahinter. So vor allem, was Menschen um Menschen geht. So, wenn du Vorurteile über Menschen hast, hat mir Thomas gesagt, dafür bin ich dir so dankbar, Thomas. So, wenn du eine Person nicht magst, dann liegt es einfach nur daran, dass du eine Information zu wenig von der Person hast. Okay? Und das war so, so krass, weil ihr habt keinen Grund, irgendjemanden nicht zu mögen oder so, weil jeder hat seine Story. Jeder hat vielleicht irgendwas durchgemacht, dass er genau so ist, wie er gerade ist. Okay? Genau. Und so ganz kurz nochmal zu dem alles im Kopf. Okay? Und schaut wirklich, dass ihr euch mit den richtigen, es ist wirklich jedes Wort, das ihr aus eurem Mund rausbringt. Ich arbeite nebenbei in der Praxis und da ist so ein Typ letztens zur Neuanmeldung gekommen, ne? Und er hat so geredet, die ganze Zeit, wenn ich irgendeinen Termin ausgemacht habe, oh, fantastisch, ja, das passt mir so gut, das ist so fantastisch, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Er hat meinen Tag einfach automatisch so viel besser gemacht, nicht nur seinen eigenen Kopf programmiert er, sondern er hat auch meinen Kopf damit programmiert. Und wisst ihr was? Der Typ hat sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Das heißt, er hat es aktiv gemacht. So. Und es ist krass. Marvin Gramminger, als wir mit dem in Mexiko waren, okay, Marvin Gramminger, wenn man mit dem unterwegs ist und irgendwie was sagt, was einen selber negativer darstellen lässt,
Er guckt dich mit so einem Todesblick an. Ich war letztens, waren wir in Mexiko, ich habe was gemacht und ich meinte, ich bin überfordert, weil ich das im Moment nicht hingekriegt habe. Ich meinte einfach nur, ich war überfordert. Er hat mich angeguckt, redest du denn mit dir? Wenn du sagst, dass du überfordert bist, natürlich schaffst du es dann nicht. Deswegen schaut einfach, dass ihr einfach richtig mit euch redet, dass ihr zu euch selber sagt, ich kann das, ich mache das, mir geht es gut und euch wird es gut gehen und das verspreche ich euch zu 100%. Und da dürft ihr euch auch keine Limits setzen. Oh, das ist aber zu realistisch, was soll ich mir da einreden? Euren, was real ist, das definiert ihr selber. Es gibt keine Realität. Silas hat eine andere Realität, Martin hat eine andere Realität, Jonas hat eine andere Realität. Ihr könnt euch das komplett selber aussuchen, was eure Realität, was eure Limits und was eure Grenzen sind. Komplett selber aussuchen, okay? So, nächste Sache, okay, die ist mir wirklich auch eine der wichtigsten Sachen, die ich einfach droppen möchte. Und zwar nehmt das nicht persönlich, aber nehmt das so zu Herzen, so wie Daniel immer sagt, wir sind alle Lappen. Bin ich euch komplett ehrlich. So mit der Mentalität, mit der wir hier rangehen, mit der Work-Ethic, die wir hier rangehen, das ist Kindergarten, bin ich euch komplett ehrlich. So, guck mal, stellt euch mal vor, okay, ihr seid in diesem Business gestartet mit einer P150-Upline, okay? Und die P150-Upline sagt euch im Prinzip, sie teacht euch die Sachen, die sie gemacht hat, um P150 zu gehen. Das heißt, wenn ihr genau das machen würdet, ohne Ego zu haben, und deswegen haben wir alle hier Ego, das sage ich euch for real, wenn wir genau das machen würden, was unsere Upline uns sagt, wären wir mindestens an dem Punkt, wo unsere Upline ist. Und da kann ich selber sagen, dass ich das zum Beispiel nicht mache, weil ich bin nicht da, wo sie das steht. Ich bin nicht da, wo Thomas steht. Okay? Deswegen lasst uns unser Ego einfach mal hinten in den Mülleimer schmeißen und einfach mal das machen, was unsere Uplines uns sagen, was unsere Mentoren uns sagen, weil das wird uns genau an den Punkt bringen, wo die einfach stehen und im Prinzip wollen wir doch alle dahin, oder nicht? Und ganz kurze Sache nur noch, ne? Was jetzt dieses Thema angeht, es geht noch weiter, keine Sorge. Videonachrichten und Mehrwert in den Gruppen. Woher nehmt ihr euch das Recht, das nicht anzugucken? Das wird meistens von den Leadern oder von Leuten gedroppt, die halt wirklich Mehrwert haben. Und so oft reagieren entweder viel zu wenige Menschen auf diese Nachrichten, okay? Oder sie werden nicht mal angeguckt, okay? So viele Sachen werden davon einfach übersprungen. Für wen denkt ihr, machen wir das eigentlich? Für uns selber? Wenn eine Person in diesem Business startet, dann habe ich nicht 1% mehr davon, als die Person, die es startet. Weil diese Person kann ihr komplettes Leben verändern. Ich habe nur einen Teampartner. Wow. So, ich bin dankbar, safe. Aber ich gebe der Person damit viel, viel mehr. Deswegen, wenn ihr sagt, Alter, die Gruppen sind mir zu viel. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ach, Spam, so ich scrolle einfach runter oder sowas. Was ist euch daran zu viel? Ist es euch zu viel, erfolgreich zu werden? Um ein paar Nachrichten in der Gruppe zu lesen? Ist es euch zu viel dafür, um erfolgreich zu werden? Okay, überdenkt das einfach mal, okay? Genau. So, das hatte ich. Genau. So, und eine Sache möchte ich wirklich noch ansprechen, und zwar, das ist einfach, was ich am Anfang auch ein bisschen gesagt habe, dass er einfach außergewöhnlich sein soll, okay? Wir waren in einer Convention mit einem Raum von 10.000 Mann, okay? Da waren 10.000 Leute und das habe ich. Genau deswegen sind diese amerikanischen Leute einfach auch so krass drauf, weil sie außergewöhnlich sind. Nicht nur von ihrem Style, die Leute da ankommen, so die schämen sich für gar nicht, sondern du bist da in diesem Raum, okay? Und dann schreit irgendjemand von der Ecke, während alles ruhig ist, irgendein Term 750 auf der Bühne steht, schreit jemand von der Ecke, let's go, talk to them, let's go. Und diese Leute trauen sich. Seid mal ehrlich, habt ihr schon mal auf einem deutschen Event gehört, wie irgendjemand außergewöhnlich was geschrien hat oder so? Nein. Ich bin euch ehrlich, niemand hat Eier in der Hose in Deutschland. Wir müssen einfach nur unsere Eier zeigen und vor allem wir selbst sein. Ich bin euch ehrlich, in dieser Amerika-Convention, das größte Learning, was ich hatte, neben diesen 100 Millionen krankesten Learnings, die ich hatte, das größte Learning, was ich hatte, war ich selbst zu sein. Weil ich bin euch ehrlich, ich bin eine dieser Personen, die eigentlich richtig gerne einfach in den Raum schreien sollte, aber sich nie getraut hat. Ich habe mich das nie getraut, weil ich immer dachte, ich muss wie die anderen sein. Und das hat mein ganzes Leben schon geprägt. Und als ich diesen Klickmoment hatte, anders abgegangen. Ich schwöre es euch, anders. Seid einfach ihr selbst. Egal, welche Stärke ihr habt, wenn eure Stärke ist, dass ihr ruhig seid und zuhören könnt, dann hört den Menschen mit ganzem Herz zu, okay? Wenn eure Stärke ist, dass ihr laut sein könnt, dass ihr sympathisch sein könnt, dann lasst es raus. Wenn eure Stärke ist, dass ihr
außergewöhnlich seid oder, keine Ahnung, zum Beispiel nicht so gut in die Gesellschaft reinkommt, nutzt es als eure Stärke und geht genau zu den Menschen, die auch nicht in die Gesellschaft reinkommen können, und helft den Menschen. Jede Schwäche und alles, was euch einzigartig machen kann, macht, ist eine Stärke für jemand anderen, die ihr nutzen könnt, um den Personen zu helfen. Okay? Das heißt, niemand sollte jemals an sich selber zweifeln. Weil alles, was ihr habt, okay, wurde euch erstens gegeben, okay, und ihr solltet niemals für irgendwas meckern, was ihr gegeben habt. Es gibt so viele Menschen, die das alles nicht haben, okay? Deswegen lasst uns da 100% mit Dankbarkeit rangehen. Lasst uns da mit Wertschätzung rangehen. Weil diese Calls, die ihr zur Verfügung bekommt, ganz IM, alles, was ihr hier zur Verfügung bekommt, das ganze Leben, das ist ein ganzes Blessing. Ihr könnt dafür nicht dankbar genug sein. Ich bin euch ehrlich. Bei so vielen Menschen, die ich hier gerade auf dem Bildschirm sehe, läuft so viel Scheiße im Leben gerade ab. Bei so vielen Menschen. Okay, guckt euch die Menschen hier an. Jeder Einzelne hat sein eigenes Problem. Jeder Einzelne geht vielleicht gerade durch Scheiße. Aber jeder Einzelne ist stark genug, das durchzustehen. Und wisst ihr warum? Weil wir sind alle nur Menschen. So. Ich habe mich früher auch ein bisschen mit Philosophie beschäftigt. Und das Leben fängt erst an, Sinn zu machen. Das Leben fängt erst an, glücklich zu sein. Denn du merkst, dass du nur ein einziger Regentropfen im ganzen Regen bist. Okay? Das heißt, nicht nur du gehst das durch, sondern eine Mara geht das durch. Okay? Eine Nicole geht das durch. Ein Olli geht das durch. Du bist niemals alleine und dein Problem ist niemals zu groß oder eine Herausforderung. Sondern vergiss niemals, dass genau diese Menschen diese Probleme auch haben. Und diese Menschen können damit umgehen. Das heißt, warum kannst du nicht damit umgehen? Okay, du wirst durch alles wieder rauskommen, okay, wir werden hier komplett stark rauskommen, wir werden das komplett hier zusammen rasieren, okay, und genau, ich muss mal ganz kurz durchgucken, ob ich noch was habe. Okay, genau, letzte Sache, okay, wirklich letzte Sache, dann bin ich auch eigentlich fertig. Und zwar, das Einzige, was wir hier brauchen, und ich schwöre es euch, sogar um Chairman zu gehen, okay, aber mindestens für die Tour zu gehen, das Einzige, was wir brauchen, ist eine Work Ethic. Jetzt for real, for real. Das heißt, wenn jeder von euch, wenn jeder von uns, alle mit einbezogen, einfach nur Gas geben würde, okay, und einfach nur die Sachen machen würde, die er weiß, dass er machen muss, würde er ans Ziel kommen, okay? Jeder von uns. Und ich meine, $2,000 im Monat ist schon nicht wenig. Ich meine, davon kann man leben, okay? Und ich möchte euch das einfach mitgeben, okay? Lasst uns aufhören, irgendwelche Ausreden zu benutzen, okay? Weil ich meine, Zeit und Geld sind die Gründe, weshalb wir das Ganze machen. Warum benutzen dann so viele von uns die Ausrede, dass sie keine Zeit oder kein Geld haben, wenn es der Grund ist, weshalb sie es machen? Denk mal darüber nach. Es macht gar keinen Sinn, wenn Leute sagen, ich kann nicht starten, weil ich kein Geld habe. Weil ich meine, du machst das ja wegen Geld. Und du wirst immer kein Geld haben, wenn du nicht bereit bist, das Geld zu investieren. Okay? Easy. Das war's auf jeden Fall von mir, Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es lag mir wirklich komplett am Herzen. Bitte, bitte lest euch die Notizen nochmal durch, auch von Silas, auch von mir, okay? Und lasst es einsickern, okay? Überlegt, was ihr hier erreichen wollt. Hört auf, ein Lappen zu sein, weil es ist eure eigene Verantwortung, wenn ihr hier nicht erfolgreich werdet, okay? Deswegen lasst uns das Ganze zusammen durchziehen. Ich freue mich auf jeden einzelnen Erfolg, auch bis Ende des Jahres. Wir werden dann nochmal komplett krank einfach durchcrashen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit von jedem und ich würde nochmal an Thomas zurückgeben.